Könnt ihr das schlucken? Schön mit Kleve noch ein Stück? Ja. Aber nee, dieses Kack-Drecks-Ding muss ja garantieren. Gunt ist doch nicht so schlecht, ja? Hm. Ich spiele Burgund nächste Mal. Normalerweise löst sich Burgund durch ein Event sehr schnell auf, aber manchmal überlebt's. Also wenn man es nicht selbst spielt. Spannung, der Wahnsinn. Ja. Immer. Und Litauen und Osmanische Reich sind Feinde. Wird auch noch interessant. Moskau ist eben so ein bisschen unbedeutend. Super, das hätte ich bei der Blauen Horde mal gebraucht. Dieses Russland. Ja. Das stimmt. Und dafür ist Polen-Litauen ein bisschen größer. Das wird sich früher oder später wahrscheinlich mit dem Osmanischen Reich kloppen. Hoffentlich nicht mit Böhmen, sonst habe ich ein Problem. Geht halt nicht. Kein Kriegsgrund mehr gegen Pfalz, sehe ich aber anders. Wenn Burgund nicht wäre, ich würde mir Lothringen schnappen. Alle Richtungen sind blockiert. Ich finde es auch schön, wie die gegen England einen Kriegsgrund verbündet sind mit England. Könntest du alles nicht mehr ausbilden. Könnt höchstens mal. Möchtest du nochmal das mit Österreich probieren, aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht nochmal probieren. Das war äußerst unlustig. Könntest du mir gleich helfen? Gegen wen? Weil ich wollte Brandenburg angreifen und Österreich wird helfen wahrscheinlich. Österreich hilft doch nicht. Ist doch nicht mit denen verbündet.
Steht da aber. Nein, du hast eine Staatsehe. Moment, wenn steht du... Österreich und Würzburg. Was redest du da? Das sind die feindlichen Verbündeten, glaube ich, was du meinst. Ja. Deine sind, ja. Das Problem ja, ist... Die werden helfen. Die helfen Brandenburg. Ja, ich weiß. Ich werde mir jetzt nicht gegen Österreich und Brandenburg gleichzeitig kämpfen. Bist du wahnsinnig? Also erstes Mal ist... Gegen Brandenburg kämpfe ich ja und Böhmen und Sachsen auch. Da bin ich ja eher skeptisch. Du sollst gegen Österreich? Und ich gegen Indianer. Nein. Das hatte ich schon. Das hat schon... Das Spielchen hatte ich schon. Da hat Böhmen ganz schön alt ausgesehen plötzlich. Ich glaube nicht, dass ich das wiederholen will. Ja gut, aber Sachsen ist auch dabei. Ja, das ist schön. Du bist halt technologisch, ne? 6 Stufen hinterher. Ja, ich ja. Und du hast auch noch keine Ideen, das ist auch sehr schön. Die Ideen sind übrigens unter Glühbirne, falls du es suchst. Ja, da kommt ja nichts. Was? Die musst du auswählen. Sind alle grau. Was? Hast du nicht schon eine Stich? Du hast die administrative Stufe noch nicht weit genug erhöht. Kommen, glaube ich, ab 5 oder so kommt da die erste. Das steht da auch. Dann müsste das erste auswählbar sein. Ist das nicht schon nach Stufe 4 auswählbar? Nee, ist glaube ich Stufe 5. Nee, bei 5 bin ich gerade bei. Du hast ja Stufe 4. Ja, yeah, ich bin jetzt dabei. So hast du da nur 4 und bei der anderen 7. Wer weiß. Ist halt so. Ich meine, Würzburg ist jetzt kein Problem, aber erstmal hätte ich dann Verbündeten weniger und zweitens mal bin ich Österreich, sehe ich da sehr skeptisch. Kannst du nicht lieber Mecklenburg angreifen? Das ist viel sicherer. Das ist kleiner und wenn du da Böhmen und Sachsen anrufst, sollte das auch was werden. Das ist technisch auch nicht ganz so weit vor dir. Nimm doch mal. Macht Sachsen aber nicht mit. Wieso nicht? Was steht denn dabei? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht mal, ob ich in den Krieg gerufen werde, wenn du Böhmen mit einrufst. Aber ehrlich gesagt, möchte ich meinen Verbündeten jetzt nicht verlieren. Ne? Steht nur mal dabei, wenn du kurz auf das X gehst. Naja, da steht nur, dass es nicht eingreifen wird. Hm. Warum steht er nicht? Ach, das X, ach da. Jetzt hab ich's. Da steht Haltung gegenüber Feinden minus 60. Hm. Scheinbar ist... Vertrauen minus 1. Hm. Die mögen den Feind bald mehr als dich, glaube ich. Dann drehen wir die Geschwindigkeit wieder 1 auf. Wieso ist die nur auf 2?
Ja. Was ist die Geschwindigkeit noch auf 2? Moment mal, ist Mecklenburg nicht Mitglied bei... Brandenburg ist doch Mitglied bei... Bei der... Moment mal. Bei Liga Römischer Reich, ja. Ja, Katholische Liga ist das auch Mitglied. Müssten da nicht irgendwie alles von der Katholischen Liga eingerufen werden? Müsstest du da nicht eine recht lange Liste von Sachen haben, die eingezogen werden dann? An Feinden, weil ich hatte das eben bei einem Land. Nö. Was? Bist du dir sicher? Brandenburg angreife? Steht da Bayern, Österreich, Würzburg? Hm. Ja. Merkwürdig. Da müsste doch normal noch mehr sein. Warte mal kurz. Ich habe jetzt gerade keinen Diplomaten. Ich bin der Meinung, die müssten doch dann normalerweise. Aber ich will auf jeden Fall nicht gegen Österreich kämpfen. Das ist. Den Spaß hatte ich heute schon. Sehe ich nicht, dass ich das jetzt nochmal spontan jetzt schon wiederholen will. Bei Mecklenburg habe ich keine Kriegsgründe. Hm? Kann ich zwar machen, aber ja. Was hast du da nicht? Ich sag, bei Mecklenburg habe ich keine Kriegsgründe. Mach halt schnell einen. Ich werde auf jeden Fall nicht gegen Österreich kämpfen, das kannst du vergessen. Die haben Vording schon wieder. Schade. Die haben mehr Truppen als Böhmen Vording. Also, das war wenig lustig. Und hätte Böhmen nicht Wien erobert rechtzeitig, dann wäre das echt unangenehm geworden. Also Böhmen hat zurzeit... Ich weiß, dass Böhmen hat. Die sind auch meine Verbündeten. Das sind 45.000. Ach so, stimmt. Das hatten sie auch Vording. Das Problem ist, Österreich hatte über 50. Und Sachsen hat 17. Hm? Das Problem ist, Brandenburg hat auch nochmal 15. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal... Ich habe auch 15, aber leider... Das ist meine Technologie schon. Also wenn schlecht. Ich Sachsen den Krieg erkläre dann, oder Krieg erklären will, dann habe ich hier eine lange Liste von... Da wird die komplette Katholische Liga eingezogen. Liga-Mitglieder. Ja, bei Sachsen, ja. Wer ist denn hier? Würzburg? Nee, Würzburg ist es nicht. Warum nicht? Und bei Sachsen weiß ich es nicht. Weil Sachsen die Liga anführt, das könnte es sein. Kann das sein? Warte mal kurz. Dann müsste ich das jetzt bei Österreich haben. Aber dann dürfte ich es zum Beispiel hier nicht haben. Ne? Nee. So. Ja, egal. Ich werde nicht gegen Österreich kämpfen. Kannst du vergessen. Ich weiß ja nicht mal, auf welcher Seite ich genau einsteige. Müsste Brandenburg sein, weil ich bin ja aber mit allen irgendwie verbündet. Guter Waffen. Aber das kannst du gut voll vergessen. Ich hatte das Polen noch in den Krieg rein. Was? Am besten, ich kriege Polen noch in den Krieg rein. Ich weiß nicht, ob die dann wahrscheinlich eher nicht so. Du musst vielleicht lieber aufpassen, dass Polen nicht plötzlich gegen dich kämpft. Weil Polen waren ja Böhmen. Easy. Risiko. Mhm. Viel Glück. Ich bin auf jeden Fall nicht dabei.
Oh, die wollen nichts mit mir zu tun haben. Ja, das will ich auch nicht. Aber ich verbessere trotzdem mal die Beziehung. Vielleicht habe ich ja Glück. Trier bin ich in Britannia, ach, das gibt doch alles gar nicht. Meine Verbündeten möchte ich aber auch nicht wechseln, die sind schon ganz gut. Das gibt's nicht. Das ist die komplette Feststeckung. Das ist komplett scheiße. Das ist komplett scheiße. Mal was an jetzt alle. Könnte Pfalz wieder den Krieg erklären. Dabei. Brandenburg nicht. Brandenburg hat Schulden. Ich wünschte, Hessen, Würzburg hätte damals es geschafft, mir diese scheiß Provinz zu verkaufen. Dann würde. Gut, Würzburg würde dann gar nicht mehr existieren. Das ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, vermutlich, weil es gerade besetzt wurde oder sowas. Das ist eine ganz schlechte Idee, Sachsen anzugreifen. Oh Gott, Polen-Litauen wird von Sachsen gewählt, bloß nicht. So, was macht überhaupt Frankreich? Frankreich, naja. Schön, dass wir darüber geredet haben. Können die hier nicht mal einen großen... Wo das rechtsradikale Spiel ist, hat 88%. Ich kann auch wieder. Ich könnte Ravensburg. Nee, das hat noch ein paar andere Sachen. Ich kann nichts angreifen, ohne hier die totalen Clusterfuck anzurichten, die ich nicht anrichten will, weil ich weiß, wie das endet. Das ist immer eine schlechte Idee, sowas anzurichten. Es sei denn, du bist wirklich mächtig, aber das bin ich ja leider nicht. Du bist ja schon recht groß. Nein. Geht schon. Ich kann maximal 23.000 machen. Die KI kriegt da irgendwie das Doppelte hin. Nee, 23 ist nicht so viel. Du musst immer noch Ulm machen. Ja. Musst du deine Provinzen ausbauen? Ja, ich brauche die Punkte, um Technologie auf Stand zu halten. Nicht so wie andere Leute, die 8 haben. Wie hast du denn schon 13? 12. Ich könnte schon 13 haben, aber ich warte, dass ich die Institution schon noch kaufe. Damit ich nicht so viel Malus bekomme. Aber die lässt das so ein bisschen aus den Worten. Ja, Sachsen hat mich beleidigt. Das hat mich ganz. Ich werde die nicht angreifen, bin ich schon, ja. Wann geht denn der Religionskrieg jetzt endlich los? Die sollen sich mal alle gegenseitig totschlagen, damit man hier ganz viel einstecken kann, weil die jetzt alle ganz schwach sind.